Hi Leute, Jasper hier. Und unter meinem letzten Q&A-Video wurde ich gefragt, ob ich nicht nochmal ein explizites Video zum Thema braune Fettzellen machen kann. Und ich glaube, ich habe hier und da immer mal schon wieder was dazu erwähnt, aber ich mache hier gerne auch nochmal ein explizites Video zum Thema Fettzellen und braunes Fettgewebe. Wir haben verschiedene Fettzellen am Körper, quasi weißes und braunes Fett, darauf gehen wir gleich noch ein. Es gibt aber auch so bei den Fettzellen einige Unterschiede. Manche haben genetisch eher hypertrophe Fettzellen, andere eher hyperplastische Fettzellen. Das heißt, bei manchen ist es eher so, dass die Fettzellen, die sie haben, sehr stark wachsen können. Bei anderen ist es dann so, dass sie eher Fettzellen haben, die nicht ganz so stark wachsen können, sich dadurch aber mehr vermehren, dass es viele kleine Fettzellen quasi gibt. Und natürlich gibt es auch Mischtypen, die beides haben, die also Fettzellen haben, die stark wachsen können und die sich stark vermehren können. Menschen mit primär hyperplastischen Fettzellen, also die, die schnell neue Fettzellen anlegen, sind eher Leute, die leichter zunehmen, aber auch in der Diät etwas leichter wieder abnehmen. Das heißt, diese Gewichtsschwankungen sind bei denen einfach etwas leichter realisierbar, etwas stärker. Das Problem ist, dass die eben in Überschussphasen auch eben relativ viele neue Fettzellen dann immer anlegen. Und das Problem bei Fettzellen ist ganz einfach, dass diese zwar entleert werden können, aber nicht verschwinden. Das heißt, alle Fettzellen, die wir im Körper haben, die bleiben am Körper, wir können sie entleeren und dann sind wir lean und shredded und man sieht es nicht mehr, aber die Zellen sind eben noch da. Und der Füllstand von Zellen reguliert unter anderem ja auch unser Hungergefühl, denn die Zellen geben dann Signale weiter ans Gehirn und sagen, hey, wir sind alle leer, das ist ein Problem, da scheinen keine Reserven da zu sein. Und je mehr leere Zellen wir haben, desto mehr Hunger signalisieren wir. Und das ist auch etwas, was im Endeffekt gegen diese extremen Off-Season sich Hochfressphasen spricht. Denn wenn man eine Phase hat, wo man sich extrem fett futtert, einfach nur um eben Muskeln zum Beispiel aufzubauen, dann kann man zwar später wieder diäten, es wird einem aber ein Leben lang schwerer fallen, diese Form aufrechtzuerhalten, weil man mehr leere Fettzellen hat und dadurch mehr Hunger signalisiert. Es hat sich übrigens auch gezeigt, dass die Fettzellen von Kindern gerade im Alter von 9 bis 13 Jahren primär hyperplastisch reagieren, also eher vervielfältigen als zu wachsen. Und das macht auch einmal mehr deutlich, wie wichtig es ist, im Kindes- und Jugendalter bereits darauf zu achten, dass die Kinder eben kein Übergewicht bekommen. Denn wenn sie in dieser Phase eben sehr viele Fettzellen anlegen, dann haben sie später ein Problem, wenn sie eben auch die Form vielleicht eine starke Diät machen, alles wieder, alle Fettzellen entleeren, aber halt dauerhaft dieses Hungerproblem haben. Um mal so eine Dimension klarzumachen, ein schlanker Mensch, der nie übergewichtig war, hat ungefähr 35 Milliarden Fettzellen am Körper. Jemand, der übergewichtig ist, hat ungefähr 140 Milliarden Fettzellen am Körper, also ungefähr viermal so viel. Wie gesagt, ist ein großes Problem einfach, dass die Fettzellen nicht einfach nur da sind, sondern auch unser Fett ist eben hormonaktiv und kann Hormone produzieren. Gerade das Fett im Bauchinnenraum, wir haben dann Probleme mit der Cortisolausschüttung, wir haben aber auch Probleme mit Sättigungshormonen. Probleme, die hierdurch entstehen können, sind eine Leptinresistenz und dadurch eben ein entstehendes gesunkenes Sättigungsgefühl, eine verschlechterte Aufnahme von Zucker, die Förderung von entzündlichen Prozessen und eben ein ansteigendes Risiko für Zivilisationskrankheiten. Fettzellen sind aber nicht nur was Negatives, auch wenn es jetzt erstmal so klingt. Sie produzieren ja auch sinnvolle Enzyme und Hormone, zum Beispiel Aromatase, was dann an der Bildung von Östrogen beteiligt ist und dann zum Beispiel für den Knochenaufbau notwendig ist. Außerdem können Fettzellen eben Schadstoffe und Giftstoffe speichern, falls Organe und Co. davor geschützt werden müssen. Und auch, dass die Nährstoffe dort eingespeichert werden, also Zucker zu Fett umgewandelt wird und eingelagert wird, Fette dort eingelagert werden, ist ein super wichtiger Prozess, denn wir müssen die eben aus dem Blut raushalten, damit das nicht zu dickflüssig wird. Und nicht zu guter Letzt schützt uns oder hat uns zumindest in der Urzeit das Fettgewebe natürlich bei Hungerperioden geschützt, hat uns bei Kälte geschützt und hat uns natürlich auch vor physischen Stößen und Angriffen geschützt. Aber genug vom normalen Fettgewebe, wir wollten uns ja noch das braune Fettgewebe angucken. Das ist natürlich immer so ein bisschen so eine bildhafte Darstellung, auch weißes Fettgewebe ist eher gelblich, aufgrund von bestimmten Vitaminen und Farbstoffen und Co., die eben in der Zelle gespeichert sind. Aber braunes Fettgewebe hat eben noch ein paar andere Funktionen. Auch braunes Fettgewebe speichert einfach Fett als Energieträger, hat aber eben noch mehr Mitochondrien und sorgt dafür, dass wir eine größere Wärmeproduktion haben. Braunes Fettgewebe ist also auch für die Thermogenese mitverantwortlich. Je mehr braunes Fettgewebe man hat und je mehr Mitochondrien man hat, desto mehr Fett kann man natürlich auch verbrennen und desto höher ist der Kalorienverbrauch, auch ohne dass man speziell was dafür tut, weil einfach Kalorien verbraucht werden für die Wärmeproduktion, dafür, dass unser Körper die Temperatur aufrechterhält. Das Problem hierbei ist, während Säuglinge noch relativ viel braunes Fettgewebe haben, um die Wirbelsäule rum und so, ist bei Erwachsenen eben kaum noch was davon vorhanden. Die gute Nachricht ist, wir können das wieder aufbauen. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder der Körper nimmt Stammzellen aus dem Knochenmark und legt neue braune Fettzellen an, oder man wandelt weiße Fettzellen zu braunen Fettzellen um. Die weißen Fettzellen legen dabei immer mehr Mitochondrien, also immer mehr Kraftwerke der Zelle, wie wir das alle so schön gelernt haben, an und können dadurch eben auch immer mehr Energie verbrauchen, mehr Wärme produzieren.
Und während dieses Umwandlungsprozesses ändert sich dann auch die Farbe langsam, weshalb die oft dann als beige Fettzellen bezeichnet werden, weil sie quasi noch nicht ganz braun sind. Was muss man machen, um braunes Fettgewebe wieder zu bilden? Das ist relativ simpel. Man muss sich eben wieder kühlen Temperaturen aussetzen, damit der Körper merkt, Mensch, hier wird braunes Fettgewebe benötigt, um den Körper aufzuheizen. Und das heißt nicht, dass man frieren soll oder irgendwelche Eisbäder nehmen muss oder sonst was. Das heißt einfach nur, dass man aus dem Gewohnten raus muss und es etwas kühler haben muss. Also wenn man 24 Grad in der Wohnung als Normaltemperatur hat, kann man die Heizung, den Thermostat einfach mal auf 19 Grad runterstellen und das reicht im Endeffekt schon. Oder wenn man einen Spaziergang draußen macht und man lässt die Jacke, den Reißverschluss offen, sodass man an sich warm genug eingepackt ist, aber ein bisschen kühler rankommt, das reicht dem Körper schon als Signal. Also immer hier so ein bisschen aufpassen, es ist nicht Sinn der Sache, dass ihr komplett friert oder krank werdet. Also wenn ihr vom Gym nach Hause kommt und verschwitzt wart oder so, dann lasst die Jacke bitte zu. Es ist wichtiger, dass ihr euch nicht erkältet, als dass ihr da an die kühle Temperatur kommt. Aber bei einem Herbstspaziergang jetzt, lasst doch die Jacke ein bisschen offen, stellt die Heizung ein bisschen runter. Einfach so, dass es hier und da mal ein bisschen kühler ist. Und wie immer, ich mache ja oft so Videos, ob es dann Grüntee ist oder jetzt braunes Fettgewebe oder. Das sind einzeln betrachtet natürlich immer nur kleine Stellschrauben. Wir können da eine Menge bewegen und können dafür sorgen, dass wir viele Kalorien oder wenig Kalorien verbrennen. Aber eine einzelne Stellschraube betrachtet, also nur braunes Fettgewebe, macht natürlich alleine nicht den riesen Unterschied. Also wenn ihr die Hoffnung habt zu sagen, hey, ich drehe die Heizung mal um 4-5 Grad nach unten und auf einmal schmilzt mein ganzes Fett weg, so leicht funktioniert es dann leider nicht. Aber natürlich unterstützt das Ganze und das heißt, wenn ihr alles kombiniert und dafür sorgt, dass ihr euch im Alltag viel bewegt und dass ihr viel Sport macht und viel Eiweiß esst und Grüntee trinkt und meinetwegen die Heizung noch ein bisschen runterstellt, diese Kombination aus allen Stellschrauben, die wir haben, die macht dann natürlich einen spürbaren Unterschied. Ich hoffe, das war spannend soweit zu dem Thema Fettzellen. Wenn du dazu noch Fragen hast, schreib sie mir einfach in die Kommentare. Du findest ansonsten natürlich auch alle Studien, die eingeblendet wurden, in der Beschreibung. Und dort findest du auch mein Buch Hungerstoffwechsel raus aus der Abnehmfalle, wo ich ja auf diese Themen, also Kalorienverbrauch erhöhen, braunes Fettgewebe, wie wirken sich Fettzellen aus, wofür sind sie da, Stoffwechsel im Allgemeinen und so weiter, ganz genau darauf eingegangen bin. Wenn dich das also interessiert, schau einfach mal in die Beschreibung und check das Buch ab. Ansonsten danke für das mega positive Feedback, was ich immer noch dazu kriege. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dahin.